Wir befinden uns im Jahr 2019, in dem Jahr 30 Jahre nach der Wende. Und es ist ein ziemlich ereignisreiches Jahr. 2019 stehen viele Wahlen bevor. Wir geben unsere Stimme an Menschen, die uns vertreten. Und wir hoffen, dass der Friede, das Meisterwerk der Vernunft, auch dazu führt, dass die Vertreter, die uns oder unsere Stimme in die Welt hinaustragen, nach Europa, über die Grenzen hinaus, den Wunsch, den wir im Herzen fühlen, Frieden zu empfinden, in Frieden zu leben, weitertragen und weiter daran arbeiten. Lassen wir uns nicht spalten, arbeiten wir daran. Ich freue mich, dass der Einladung zur Vergabe des Bautzener Friedenspreis ein Mensch heute die Laudatio hält für Willy Wimmer, der ihn einen Teil seines Lebens begleitet hat, der ebenfalls Sachbuchautor ist und der weiß, dass man diesen Menschen nicht mit 5 Minuten allein beschreiben kann, wenn man nicht das gesamte Bild des gesamten Lebenswerkes betrachtet. Und wie es unsere Medien zum Teil gemacht haben, dass sie Auszüge von Texten nehmen, machen sie sie nicht so einfach. Ich habe einige seiner Bücher gelesen und ich bin sehr froh drum, die Vielseitigkeit auch der Vita dieses Menschen ein Stück weit miterleben zu dürfen und auch ein Stück weit mit festhalten zu dürfen. Begrüßen Sie mit uns recht herzlich Herrn Wolfgang Effenberger, ein Wegbegleiter und Freund von Willy Wimmer. Blendet ein wenig. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Wimmer, heute wird Ihnen der Bautzener Friedenspreis 2019 verliehen. Gratulation. Und die Jury verdient Lob. Auf Rainer Rutfuß, der hier anwesend ist, und Eugen Drewermann folgt nun ein politisches Urgestein und ein unbequemer Mahner, der sich aber jederzeit für Frieden und Versöhnung eingesetzt hat und einsetzt. Welch ein Unterschied zu manchen Friedensnobelpreisträgern. Vor 10 Jahren erhielt nach nur wenigen Monaten im Amt US-Präsident Barack Obama den Nobelpreis, ich zitiere, für seine außergewöhnlichen Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken. Zitat Ende. Vor allem jedoch stärkte er die Zusammenarbeit mit dem militärisch-industriellen Komplex. Krieg gegen Libyen, Krieg gegen Syrien unter Einsatz von sunnitischen Desperados, Putsch in der Ukraine unter Zuhilfenahme von faschistischen Gruppen. All diese Aktivitäten haben in den jeweiligen Ländern zu einem permanenten Bürgerkrieg geführt. Ganz zu schweigen von den tausenden Drohnenmorden. Folge dieser Kriege waren Millionen von Flüchtlingen. 2015 und 2016 haben die USA jedoch nur wenig tausend Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Höhepunkt von Obamas Friedenspolitik war dann im Herbst 2014 die Anweisung an die US-Streitkräfte. Überschrieben: When in the Complex World 2020 bis 2040. In der Russland und China als größte Bedrohung der USA dargestellt werden. Krieg eingeschlossen. Vor 100 Jahren erhielt US-Präsident Woodrow Wilson den Friedensnobelpreis für, ich zitiere wieder, Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Ersten Weltkriegs. Zitat Ende. Auch seine Bemühungen entpuppten sich als Täuschung. Ende September 1918 hatte Kaiser Wilhelm II. Beschlossen, auf der Basis von Wilsons 14-Punkte-Erklärung ein Friedensgesuch an die USA zu richten. In Wilsons Erklärung sollte zum Beispiel eine generelle Neuordnung Europas
nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker durchgeführt werden. Unter Punkt 1 wurden öffentliche, abgeschlossene Friedensverträge gefordert und geheime Abmachungen untersagt. Doch zwischen 1915 und 1917 waren die Bündnispartner der Entente mit geheimen Beuteversprechen gebunden worden. So wurde am 26. April 1915 Italien großzügig Südtirol, Triest, Istrien, Dalmatien, Teile Albaniens und Teile Anatoliens sowie 12 kleinasiatische Inseln versprochen und als koloniale Zugabe noch Libyen. Um den Papst an der Durchführung von Friedensverhandlungen zu hindern und somit den Krieg in die Länge ziehen zu können, wurde in den Vertrag auch noch folgende Passage eingebaut. Ich zitiere: Frankreich, Großbritannien und Russland verpflichten sich zur Unterstützung Italiens, das den Vertretern des Heiligen Stuhles untersagt, irgendwelche diplomatischen Schritte zu unternehmen mit dem Ziel des Abschlusses eines Friedens. Zitat Ende. Somit waren Wilsons 14 Punkte insgesamt leider nur eine Mischung aus hohlen Versprechungen und raffinierten Regelungen, die sich mit den Absichten der Geheimverträge deckten. Der krönende Abschluss dieser Geheimdiplomatie konnte dann auf den Tag genau 5 Jahre nach den Schüssen von Sarajevo von den Siegern in Versailles gefeiert werden. So, und dieser Vertrag, so Herr Wimmer, in seinem Artikel 2019, 100 Jahre nach Versailles, ich zitiere, stand in einem ekelerregenden Gegensatz zu allen Grundsätzen europäischer Friedensregelung. Zuletzt des Wiener Kongresses 1815 nach den Napoleonischen Kriegen. Den Ersten Weltkrieg hat der damalige Erzbischof von New York, Kardinal Forley, bereits Ende Juli 1914 treffend charakterisiert. Ich zitiere: Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Natürlich vor allem auf dem Kontinent. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herren und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden. Business einzig und allein. Zitat Ende. Willy Wimmer kennt dieses Zitat und er kennt die Vorbereitungen für den Ersten Weltkrieg, die lange vor 1914 begannen. Die kriegslüsternen Kräfte, so schreibt er, die den Ersten Weltkrieg entfesselt haben, seien 100 Jahre nach Versailles dabei, ihr mörderisches Werk fortzusetzen. Nun droht Russland stranguliert oder mit Krieg überzogen zu werden. Am 28. Januar 1919 hielt der Soziologe Max Weber in München den Vortrag »Politik als Beruf«, indem er die drei wichtigsten Qualitäten eines Politikers benennt. Qualitäten, über die Willy Wimmer verfügt, wie Sie gleich feststellen werden. Sachliche Leidenschaft. Sehen Sie sich nur die letzten Videos mit ihm an. Verantwortungsgefühl. Denken Sie nur an seine mutige Kritik am Jugoslawienkrieg. Und distanziertes Augenmaß. Erinnern Sie sich an die parteiübergreifende Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz der Tornados in Afghanistan. Und zwar zusammen mit dem Unionskollegen Peter Gauweiler und dem Völkerrechtler der PDS, Norman Piech. Die größte Schwäche für einen Politiker ist nach Weber die Eitelkeit. Wenn Willy Wimmer eitel wäre, hätten wir uns nie kennengelernt. Am 14. Mai 2010 habe ich Herrn Wimmer wortgewaltig auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München erlebt. In dem Forum Friedensstiften von der Ächtung des Krieges zum gerechten Frieden geißelte er den Jugoslawienkrieg als ordinären Angriffskrieg. Am Ende der Veranstaltung wartete draußen schon das Taxi.
In diesem kleinen Zeitfenster konnte ich meine Bitte vortragen und ihm einen DIN A4-Ordner mit meinem Manuskript Wiederkehr des Geoimperialismus Fragezeichen in die Hand drücken. Obwohl ich weder einen akademischen Grad als Historiker noch Erfahrung in einem bedeutenden politischen Amt vorweisen konnte, hatte ich 2 Wochen später das Vorwort von ihm. Und einen Satz möchte ich Ihnen daraus vorlesen. Ich zitiere: Eigentlich war es aus der Fokussierung auf die unglaublichen innerstaatlichen Probleme als Ergebnisse der Wiedervereinigung für viele Zuhörer fast merkwürdig, wenn Helmut Kohl die Einheit Europas als die Frage der Abwesenheit von Krieg und der Hinwendung zum Frieden als die wichtigste Aufgabe für die Zukunft beschrieb. Zitat Ende. Seitdem sind wir in Kontakt. 2014 haben wir schließlich sogar ein gemeinsames Buch herausgebracht, Wiederkehr der Hasardeure, Schattenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914 und heute. In seinen Interviews, Artikeln und Büchern besticht Willy Wilmer mit profunden Geschichtskenntnissen und seiner immensen außenpolitischen Erfahrung. Er kennt und entlarvt die Lücken und Lügen des offiziellen Narrativs und nennt furchtlos Ross und Reiter. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, seine Geschichtskenntnisse oder sein Mut. Aber zurück zu Max Weber. Jeder gute Politiker verfolgt höhere, ethisch fundierte Ziele. Weber unterscheidet dabei zwischen einer Gesinnungs- und einer Verantwortungsethik. Dem Gesinnungsethiker sind die Konsequenzen seiner Handlung weitgehend egal. Entscheidend sind für ihn nur die Normen und Werte. Der Verantwortungsethiker hingegen achtet vor allem auf die Folgen seiner Handlungen und verstößt schon mal gegen Normen und Werte zugunsten langfristiger humaner Erfolge. Bei der Gesinnungsethik kann es zu einer rigiden Dogmatisierung kommen und in der Folge zur Unterdrückung und Verfolgung gerade derjenigen Menschen, die im Sinne einer humanen Zukunft handeln. In der gegenwärtigen öffentlichen Debatte, sofern sie ja überhaupt noch stattfindet, scheint eine solche rigide Gesinnungsethik vorzuherrschen. So werden zum Beispiel warnende Stimmen zum Thema Migration als fremdenfeindlich oder rechtspopulistisch diskreditiert. Damit wird von den selbsternannten Verteidigern von Freiheit und Toleranz eine dringend notwendige, offene und freie gesellschaftliche Debatte unmöglich gemacht. Der Einsatz für den Frieden gegen Militarismus und Krieg war früher einmal eine zutiefst linke Losung. Heute wird das Grundanliegen vieler Bürger, sich für den Frieden einzusetzen und sich dabei gegen die unsäglichen Militäreinsätze und unmissverständlich für den klaren Schwerpunkt Fluchtursachenbekämpfung auszusprechen, als rechts, ja sogar als Friedensquerfront disqualifiziert. In diesem Sinn schrieb Willy Wilmer zum Tag der Deutschen Einheit 2018 den provozierenden Artikel: Deutschland hält die Luft an, wer nicht spurt, ist Nazi. Darin beschreibt er Deutschland als ein Land, ich zitiere, das zu einer Veranstaltung von organisierten Lobby- und Nichtregierungsorganisationsinteressen verkommen ist, hinter denen oft genug Verteidigungsministerien befreundeter Länder stehen oder weltweit tätige Magnaten mit einer eigenen Agenda, von der nichts im deutschen Grundgesetz steht. Zitat Ende. Das liberale Bürgertum wird mit der Parole Nazis raus gegen die eigenen kritischen Landsleute in Stellung gebracht.
Da ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite und kann in der Komfortzone bleiben. Doch, man kann nicht bequem eigener Meinung sein, es sei denn, sie wäre identisch mit der aller anderen, schreibt der Sozialpsychologe Harald Welzer. Die Rechtskeule trifft jeden, der vom offiziellen Narrativ abweicht. So auch den Schweizer Friedensforscher Daniele Ganser, der hier in Bautzen über illegale Kriege von Iran bis Syrien referiert hat und den man inzwischen aus dem Hochschulbereich verbannt hat, was quasi einem Berufsverbot gleichkommt. Bereits in ihrer Neujahrsansprache 2019 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutsche Bevölkerung auf neue weltpolitische Vorstöße Berlins und eine stärkere Rolle der Militärpolitik eingestimmt. In der aktuellen Situation müssten wir für unsere Überzeugungen wieder stärker einstehen, auch dafür kämpfen, erklärte die Kanzlerin. Deutschland werde die aktuelle Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat nutzen, um, jetzt hören Sie, globale Lösungen voranzutreiben, so wie in Afghanistan und in Syrien. Gleichzeitig werde die Bundesregierung die Aufrüstung auf nationaler wie auf kontinentaler Ebene forcieren. Wir setzen uns dafür ein, so die Kanzlerin, die Europäische Union robuster und entscheidungsfähiger zu machen. Das ist Wasser auf die Mühlen von SPD-Außenminister Heiko Maas, der Deutschland durch dessen zweijährige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat noch näher an die Krisen und Konflikte der Gegenwart heranrücken sieht. Seine Aussage, ich zitiere ihn, ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen, Zitat Ende, verrät den wohlfeilen Glauben an die durch solche Erklärungen selbst verliehene moralische Überlegenheit. Ein Vorgänger im Amt, der grünen Politiker Josef Fischer, hat 1999 Deutschland in den Kosovo-Krieg gelogen. In seiner Begründung für den ersten Krieg nach 1945 verstieg sich Fischer zu der Behauptung, ich zitiere, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Die Bomben sind nötig, um die serbische SS zu stoppen. Zitat Ende. Die Auschwitz-Überlebenden Walter Bloch und Peter Gingold überschrieben daraufhin ihren offenen Brief an Fischer gegen eine neue Auschwitz-Lüge. Willy Wimmer war damals Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und konstatierte rückblickend, ich zitiere, noch nie haben so wenige, so viele gründlich gelogen wie die verantwortlichen Politiker die Bevölkerung während des Kosovo-Krieges. Zitat Ende. Seit nunmehr 17 Jahren agiert die Bundeswehr mit Zustimmung des Bundestags in Afghanistan. Doch wurde jemals im Bundestag nach dem Kriegsgrund gefragt? George W. Bush griff 27 Tage nach 9/11 Afghanistan an, obwohl von den 19 mutmaßlichen Attentätern keiner aus Afghanistan kam, dafür aber 15 aus Saudi-Arabien. Sein Vorwand, die Taliban hätten Osama bin Laden, der in Afghanistan Asyl hatte, nicht schnell genug ausgeliefert. Das war alles. Der Bundestag hat ohne wirkliche Aufklärung über die Hintergründe und die Zustimmung zum Einsatz in Afghanistan gegeben und diese immer wieder verlängert. In Zukunft soll der Bundestag bei solchen Militäreinsätzen gar nicht mehr gefragt werden. Lieber Herr Wimmer, Sie haben sich schon immer fraktionsübergreifend für die unbedingte Beibehaltung des Parlamentsvorbehalts eingesetzt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitstreitern, der Abgeordneten der Linken, Sevim Dagdelen, und dem ehemaligen SPD-Abgeordneten Albrecht Müller jeglichen Erfolg. Krieg löst keine Probleme, sondern schafft nur neue, wie wir an der Flüchtlingskrise anschaulich sehen können. Auch der Terror lässt sich militärisch nicht besiegen. Friedens-
und Zukunftsperspektiven können nur entstehen, wenn die vielfältigen Folgen dieser Kriege im Hinblick auf die Menschen und die Umwelt wahrgenommen werden und Friedensprozesse auf allen Ebenen belebt werden im Sinne von guter Nachbarschaft und gegenseitiger Verständigung. Als präziser Beobachter des politischen Geschehens in Europa sind Sie heute unermüdlich im Sinne des Friedens unterwegs. Ihre Beobachtungen und langjährigen Erfahrungen, die Sie in verschiedenen Ämtern auf höchster politischer Ebene gesammelt haben, sind in Ihre Bücher eingeflossen. 2014, Wiederkehr der Hasardeure, 2016, die Akte Moskau, 2018, Deutschland im Umbruch. In diesem vorläufig letzten Werk stellen Sie fest, dass heute, rund 50 Jahre später, unser Land vor dem demokratischen Ruin steht. Abschaffung des Sozialstaats, außer Kraftsetzen der Rechtsstaatlichkeit und Niedergang des Parlamentarismus im Allgemeinen, um nur einige der problematischsten Einschnitte zu nennen. Selbst von der im Grundgesetz verankerten Verteidigungsarmee ist nicht viel geblieben. Dazu das kollektive Versagen der großen Medien als Kontrollinstanz, als vierte Gewalt im Staat. Für alle, denen der Frieden, die Freiheit des Individuums und der Respekt vor den anderen am Herzen liegen, gilt es, dem entgegenzusteuern. Eine demokratische Gesellschaft kann nur blühen, wenn die Respektierung unterschiedlicher politischer Auffassung Konsens ist. Was wir brauchen, ist nicht Diffamierung und Gesinnungspolizei, sondern Achtung voreinander und eine sachliche Debatte. Widersetzen wir uns allen Denk- und Sprechverboten, die uns das freie Wort und das Recht auf eine eigenständige Analyse der politischen Zustände nehmen wollen. Grundgesetz und Strafgesetzbuch markieren dabei die Linie, die nicht überschritten werden darf. Lieber Herr Wimmer, für mich war unser Zusammentreffen eine glückliche Fügung. In den 70er Jahren war ich als junger Hauptmann atomarer Wirkungsberater und an vorbereitenden Befehlen für den Einsatzfall, so hieß das ja, vorbeteiligt. In diesem hatte man mir die Kriegsverwendung als atomarer Sperrzugführer zugedacht, frontnaher Einsatz der Atomic Demolition Munition, also kurz ADM. Ich hatte damals schlaflose Nächte und bin 1976 nach 12 Jahren aus der Bundeswehr ausgeschieden. Und Sie sollten 1986 während der NATO-Übung Vintex als Übungsverteidigungsminister im Regierungsbunker einen Einsatz von Nuklearwaffen gegen Dresden und Potsdam zustimmen. Ohne zu zögern verließen Sie den Bunker und informierten Bundeskanzler Helmut Kohl, der daraufhin entschied, dass sich die Vertreter der Bundesregierung sofort aus der weiteren Übung zurückziehen sollten. Ja. Und somit sind wir beide Zeugen der geplanten nuklearen Kriegsführung im Kalten Krieg. Herr Wimmer ganz oben und ich ganz unten. Und daraus erklärt sich auch unser leidenschaftlicher Einsatz für den Frieden. Lieber Herr Wimmer, spätestens 1999 haben Sie mit Ihrer Brandmarkung des Jugoslawienkrieges als ordinärer Angriffskrieg die politische Komfortzone verlassen und sich nicht nur in Ihrer Partei unbeliebt gemacht. Seitdem treten Sie, wo Sie können, für eine friedlichere Welt ein, schwimmen kräftig gegen den Strom und nehmen kein Blatt vor den Mund, wo Schweigen bequemer wäre. Dafür gilt Ihnen unsere Bewunderung und unser Dank. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem verdienten Preis. Danke sehr.
begrüßen auf die Bühne den Preisträger des diesjährigen Friedenspreises des Bautzener Friedensvereins, Herrn Willi Wimmer. Frau Sonja Gimmerer? Achso, Sonja, ne? Ja, nee, hier auch. Achso, ist da. Gut. Nicht gesehen, hallo. Vielen Dank. Danke Ihnen. Absolut verdient. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Effenberger, Sie beschämen mich und mir fällt es schwer, jetzt etwas überhaupt zu sagen, weil es natürlich meine Seele berührt. Das ist nun wirklich überhaupt keine Frage. Und ich bin auch dem Herrn Landrat für seine sehr verbindenden Worte dankbar und ich freue mich auch in dieser Runde, drei direkt gewählte Abgeordnete wiederzutreffen. Mit Herrn Abgeordneten Chrupalla aus dem benachbarten Görlitz habe ich im letzten Jahr im Friedensschloss und Freiheitsschloss der Deutschen auf Schloss Hambach an den Bautzener Frieden erinnern können. Und das ist ja etwas, was für uns wichtig und wesentlich ist. Und das gilt auch für Herrn Urban und auch für Herrn Hilse hier aus Bautzen. Wir sind ohne unsere Nachbarn nichts. Ich wohne nicht weit entfernt von der holländischen Grenze, wenn es denn überhaupt noch eine Grenze ist, soweit wie sie von der polnischen Grenze, wenn es noch eine Grenze ist. Und immer wenn es mir in diesem Land zu dicke wird, fahre ich nach Holland. Da sind die Leute netter und das Futter ist besser. Und das alleine schon macht deutlich, ohne Nachbarn sind wir nichts und wir bekennen uns zur guten Nachbarschaft. Und wenn das hier mit dem Namen Bautzen verbunden ist, dann ist das ja so etwas wie eine Liebeserklärung an die gesamte Region. Das müssen wir mit dem Namen dieser Stadt im ganzen Land verbinden, dass hier etwas vor 1001 Jahr geschehen ist, was unsere gute Nachbarschaft zu den Nachbarn generell verdeutlicht. Und ich habe eben in einer der Reden, ich glaube, es war bei Ihnen, Herr Landrat, auch Anklänge dazu gefunden, an die Schweizer besonders zu denken, in der Form der gelebten, direkten Demokratie. Wir wollen dieses Land als Land von uns empfinden, der Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Land leben. Und das hat mich in meinem politischen Leben unheimlich mit Sachsen in Verbindung gebracht und mit Bautzen im Besonderen in liebenswürdiger Art und Weise. Meine Frau und ich, wir hatten Bautzen entdeckt, lange bevor
Herr Drews mich nach Bautzen eingeladen hat, wo ich dann auf die Bautzener Bevölkerung stieß und wo ich gesehen habe, was eine gute städtische Gemeinschaft bewirken kann. Aber das Ereignis, was ich Ihnen jetzt wiedergebe, hat mich bestimmt, wieder nach Bautzen zu kommen. Meine Frau und ich gingen über die Schlossstraße, von der Kirche aus Schlossstraße. Die war an dem Morgen, war die Menschen leer. Man hörte also unsere Unterhaltung. Und in der zweiten Etage eines Hauses lag eine Dame im Fenster, beobachtete uns ganz genau. Und wir beide haben dann hochgegrüßt. Die grüßte auch ganz freundlich zurück und sagte aber sofort: Kommen Sie aus Krefeld? Das war damals Teil meines Wahlkreises. Also direkt gewählte Abgeordnete haben Vorteile, muss man wirklich sagen. Und auf meine Frage, woher das denn komme, dass sie auf Krefeld rekurrierte, sagte sie: Mein Großvater war aus Krefeld. Und dann habe ich für mich gedacht: Nette Leute, kannst du wieder hinkommen? Ich fühle mich zu Hause. Ja. Das war wenige Stunden, bevor meine Frau und ich, die weltbeste Cocktailbar zwischen Tokio und New York hier in Bautzen entdeckt haben. Also ich muss wirklich sagen, die Liebe ist geblieben, das wissen wir beide, Herr Drews, ne? Und Frau Drews auch. Also vor diesem Hintergrund, Kontinuität ist alles. Aber ich hätte als typische Figur aus dem Kalten Krieg, rheinischer Abkunft, ich hätte mir eigentlich nicht träumen lassen, dass es ausgerechnet die Regierung der DDR gewesen ist, die mein Bild von Deutschland in interessanter Weise beeinflusst und auch geprägt hat. Ich war, wie so oft, 1978 in den Vereinigten Staaten und hatte Gespräche als Abgeordneter in Washington. Und zeitgleich fand die Eröffnung des East Wings der Nationalgalerie statt. Der Architekt war der weltberühmte Herr Pei, der auch in Berlin nach der Wiedervereinigung tätig gewesen ist. Und die konnten offensichtlich nur mit einem Spitzenbesuch aus dem Ausland den East Wing eröffnen, und was fand ich vor? Das grüne Gewölbe. Und in dem Ausstellungskatalog, und man hätte mir damals Leipzig oder Bautzen oder Rostock auf dem Atlas gar nicht zeigen brauchen, ich hätte gar nicht gewusst, wo das gewesen wäre. Ja, ich sag mal so, wie das in dieser Zeit, die wir ja alle erlebt haben, wie das gewesen ist. Und in diesem Ausstellungskatalog war nur von den uns bekannten großen deutschen Städten die Rede. Da war nichts von Trennung oder teilende Dinge, sondern das war eins. Und ich habe diesen Katalog später einem sowjetischen Gesprächspartner gegeben und darauf aufmerksam gemacht, dass das eine sehr bewusste, sehr politische, aus meiner Sicht sehr politische Überlegung aus Ost-Berlin und aus Washington gewesen ist, an diese verbindenden Dinge in Deutschland zu erinnern und mahnend den Finger zu heben. Das muss man in Zusammenhang mit Entwicklungen sehen, und vor diesem Hintergrund war es für mich nach der Wiedervereinigung praktisch ein Muss, die Befehlshaber der Gardearmee in Dresden, der Westgruppe der Truppen, zu einem ersten Besuch ins Grüne Gewölbe einzuladen, weil das für mich der Schlüssel zu meinem politischen Verständnis von Deutschland generell geworden ist. Das habe ich Dresden in Washington in dem Sinne zu verdanken. Und das ist dann für mich selber auch
an zwei Punkten manifestiert worden. An zwei Punkten. Das erste war das, was Herr Effenberger in seinem bedenkenswerten und mich stolz machenden Beitrag in Zusammenhang mit dem nuklearen Einsatz in der Windex-Übung 1989 schon gesagt hat. Ich muss sagen, das hätte jemand anders vielleicht noch anders gesehen, als ich es getan habe. Aber das, was ich in Zusammenhang mit diesen Dingen bis heute schmerzlich immer wieder sehe, was muss in den Köpfen deutscher Generale in der NATO vorgegangen sein, die über zwei Jahre an solchen nuklearen Zielplanungen gegen Dresden und Potsdam mitgewirkt hatten? Und ich erwarte mir eigentlich von deutschen Generalen und auch von deutschen Soldaten generell, dass sie unsere Soldaten sind und nicht im Interesse anderer über unsere Geschichte weggehen. Und das nächste große Ereignis ist wieder mit Sachsen verbunden. Und zwar die Einladung meines späteren Kollegen als parlamentarischer Staatssekretär im DDR-Ministerium für nationale Verteidigung und Abrüstung, Bertram Wiczorek, einem Arzt aus dem Vogtland, Auerbach, der mich zu einer großen Demonstration im Frühjahr 1990 vor der Volkskammerwahl nach Auerbach eingeladen hatte. Und die örtliche Presse hat damals berichtet, es waren auf dem Marktplatz in Auerbach rund 50.000 Vogtländer. Diejenigen, die damals fuhr ich ja auch noch mit Panzerwagen durch die Gegend, die uns dahin geleitet haben, waren natürlich Angehörige des Innenministeriums der DDR, die ihren Aufgaben exzellent nachgekommen sind. Das muss man alles sehen, wenn man an diese Zeit erinnert. Und ich kann mich gut daran erinnern, an einen Satz, den ich da formuliert habe in meiner Rede auf dieser Kundgebung, in dem ich gesagt habe, ich weiß, wo ich herkomme, aber wenn ich demnächst mal gefragt werden sollte, wo kommen Sie her? Da will ich nicht sagen, aus der Nähe von Düsseldorf oder aus dem Rheinland oder woher auch immer. Ich will sagen, ich komme aus Deutschland. Und diese Überlegungen haben uns, den Bertram Wiczorek und mich, bestimmt, auch über die Integration der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr anders nachzudenken als der Mainstream damals im politischen Bonn. Und wir haben uns durchgesetzt. Das heißt, es muss immer irgendwo anfangen und es muss immer irgendeinen geben, mit dem die Chemie stimmt. Und das habe ich in Zusammenwirken mit der Gardearmee in Dresden natürlich auch erlebt. In der Zeit, die wir initiiert haben, hat es eine exzellente Zusammenarbeit zwischen den Offizieren der Westgruppe der Truppe und der sowjetischen Streitkräfte und der Bundeswehr gegeben. Aus unterschiedlichen Systemen kamen die, aber sie haben alle Aufgaben exzellent gelöst und das hat für mich deutlich gemacht, man kann es miteinander. Das ist für einen Rheinländer immer wichtig, man muss es mit dem anderen können, sonst geht gar nichts. Und das, was ich als so tragisch verpasste Gelegenheit ansehe, will ich auch nicht verschweigen. Ich habe dann im Sommer 1991 als erster Ausländer seit 1917 ein Bataillon der noch sowjetischen Streitkräfte in Dresden vereidigt. Das hat seitdem auch nicht mehr gegeben. Und wenn ich dann sehe, in welche Gesichter ich geblickt habe und wenn ich dann sehe, dass in Anbetracht der Dinge, an die wir uns aus meiner Sicht nach den Wiedervereinigungsverträgen nicht gehalten haben, diese Garde-Panzerarmee jetzt in Smolensk wieder aufgestellt wird,
dann weiß ich doch, was wir verursacht haben. Und ich erinnere mich da an zwei Dinge ganz besonders. Einmal einen Besuch im Hauptquartier der CIA in Washington 1988, wo ich als damaliger Verantwortlicher mit allen verteidigungspolitischen Kollegen der CDU-CSU hingefahren bin zu einem Besuch nach Washington. Als erstes wurden wir von dem deutschen Terminal auf dem Flughafen Dulles ins Hauptquartier des CIA gefahren, nicht ins Hotel. Und als wir da waren, wussten wir auch, warum wir nicht ins Hotel gefahren worden sind. Weil die Amerikaner uns gesagt haben, jetzt vergesst mal alles, was wir euch in der Zeit des Kalten Krieges gesagt haben. Die Sowjetunion ist in Mitteleuropa rein defensiv unterwegs. Das, was die machen, ist der Schutz von mütterlichem Russland nach den Erfahrungen von Napoleon und Hitler. Das ist die Triebfeder der Sowjetunion. Und vor wenigen Wochen hat die weltweit renommierte amerikanische Zeitschrift Foreign Affairs einen Artikel verfasst. Und ein ehemaliger hoher Offizier der Bundeswehr hat mir diesen Artikel zukommen lassen. Und da steht das drin, was die CIA uns 1988 gesagt hat. Und dann habe ich die Übung als Übungsminister geführt und wusste eins ganz genau, wir überleben noch nicht mal einen konventionellen Konflikt im Anfang. Wir überleben es nicht. Und wenige Wochen nach dieser Übung habe ich mit dem amerikanischen Generalstabschef Admiral Crow in Washington gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, so sinngemäß, in der Zeit, wo Sie die Übung hatten, bin ich mit dem Sicherheitsberater des sowjetischen Generalsekretärs mit Marschall Akromejew und unseren Familien 2 Wochen durch die Sowjetunion getourt und wir haben uns dieses schöne Land angeguckt. Dann habe ich für mich gedacht, wie blöd bist du eigentlich, dass du sowas machst und die machen High Life an der Wolga. Und dann kann ich aus diesen menschlichen Erkenntnissen nur eins sagen. Wir sind aus meinem Verständnis dazu da, den Frieden zu bewahren. Denn egal, was in Europa passiert, wir sind das Schlachtfeld. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und Herr Landrat, Sie haben eben Ihre Begegnung mit dem Heiligen Vater angesprochen. Ich habe in der letzten Woche und in den Wochen zuvor mit einem Kirchenfürsten regelmäßig telefoniert. Und wir haben über, wie Wolfgang Effenberger das gesagt hat, über den Waffenstillstand 1918 gesprochen. Und es kam aus seinem Munde wie aus der Pistole geschossen. Ohne Versailles kein Hitler und ohne Hitler kein Zweiter Weltkrieg. Und meine Damen und Herren, in meinem Verständnis hat Wolfgang Effenberger eben die Dimension deutlich gemacht, dass wir uns nicht in den nächsten Krieg reinlügen lassen dürfen, nur weil es anderen so passt. Und das sage ich in Übereinstimmung mit dem, was ich eben vom Herrn Landrat gehört habe und von dem, mit dem, was ich von den Abgeordneten Schrupalla, Hilse und Orban weiß. Wir treffen heute in Bautzen ja irgendwie nicht zufällig zusammen.
sondern es ist ein denkwürdiges Jahr, wo wir hier nach Bautzen eingeladen worden sind. Wir werden in wenigen Wochen 70 Jahre Grundgesetz feiern. Und da steht das Friedensgebot an oberster Stelle in dieser Verfassung. Und meine Damen und Herren, da steht auch weiter drin, dass wir uns nicht an Angriffskriegen beteiligen dürfen. Und wenn dann der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, dem rechne ich das hoch an, dass er es persönlich gesagt hat, in Zusammenhang mit seinen Angriffsbefehlen gegen Jugoslawien sagt, das war ein Bruch des Völkerrechts, also damit war es ein ordinärer Angriffskrieg, dann kann ich mich doch nur fragen, wo sind denn die obersten deutschen Richter? Wo ist der Internationale Strafgerichtshof? Also wir haben in Zusammenhang mit dem Grundgesetz, das ich wirklich als meine Verfassung empfinde, Unheimliches zu verlieren, wenn unsere Regierungen sich nicht dran halten. Das muss man mit allem Nachdruck sagen. Und meine Damen und Herren, 100 Jahre Versailles. Wolfgang Effenberger hat es ja eben meisterlich dargelegt, wo die Krux von Versailles lag. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte die Abkehr von dem europäischen Typus eines Friedensvertrages. Wiener Kongress 1648, Münster und Osnabrück, wo ja die Grundlage unseres Lebens in Europa geschaffen worden ist. Und meine Damen und Herren, die Vereinigten Staaten, und da zitiere ich Henry Kissinger, sind in den 90er Jahren bewusst angetreten, und das in großen deutschen Zeitungen alles nachzulesen, was ich sage, das geltende Völkerrecht deshalb zu beseitigen, weil es nicht im amerikanischen Interesse ist. Meine Damen und Herren, ich sage das mit allem Nachdruck. Dieser amerikanische Präsident Trump, gegen den unsere Bundeskanzlerin so zu Felde zieht, ist der erste amerikanische Präsident seit Jahrzehnten, der nicht in den ersten Jahren seiner Herrschaft in Amerika uns den Krieg serviert hat, andere Länder mit Krieg überzogen hat. Und meine Damen und Herren, wir müssen in Europa zum Völkerrecht zurückkehren, und zwar dem ungeteilten Völkerrecht, wenn wir überleben wollen. Und das ist aus meiner Sicht, Herr Wenzel, die Botschaft hier aus Bautzen. Vertragt euch. Macht den Frieden zu eurer Meisterschaft. Und in dem Hotel hier, in dem ich untergebracht bin, gibt es in der Lobby einen kunstvollen Seidenteppich. Und da steht als letzter Satz unten festgehalten, sinngemäß, dass der Friede ist das höchste Gut. Ohne Frieden ist alles nichts. Und meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Herrn Wenzel und dem Verein, bedanke mich dafür, dass ich auch Majek zuhören konnte und all den Reden, die ich vor meinem eigenen Beitrag hier gehört habe. Bautzen, das sollte ganz Deutschland wissen, ist mehr als eine Reise wert. Ich bedanke mich. Applaus